Ja, hallo zur neuesten Ausgabe eines Inkscape Screencasts. Jazzy Ink, die Erweiterung für Inkscape, mit der man Präsentationen erstellen kann, habe ich vor einer ganzen Weile schon mal vorgestellt. Damals habe ich gezeigt, wie man Jazzy Ink generell benutzt und wie man Folien erzeugt mit einem Hintergrund, der immer gleich ist, wie man Autotexte benutzt, Seiten zählt und so weiter, wie man Übergänge erzeugt. Jazzy Ink kann allerdings noch eine ganze Menge mehr. Jazzy Ink kann nämlich zoomen. Und ich habe hier schon mal ein kleines Beispiel vorbereitet. Ich nenne das jetzt einfach mal eine Netzwerkskizze. Es ist wirklich eigentlich keine, aber es ist ganz grob dargestellt, nur dass man so sieht. Netzwerkskizzen wären für mich ein Anwendungsbeispiel für diesen Zoom-Effekt. Wer das schon mal gesehen hat, teilweise sind Netzwerkskizzen so groß, dass man sie zwar auf einer Folie darstellen kann, aber niemals die einzelnen Bereiche so genau sehen kann. Deswegen muss man es immer wieder zerlegen und auf der nächsten Folie dann nochmal neu zeigen, um es erklären zu können. Mit Jazzy Ink kann man das ein klein wenig anders machen, indem man nämlich zoomt in den entsprechenden Bereich. Und das geht ganz einfach. Ich habe hier, wie gesagt, schon mal vorbereitet. Auch Jazzy Ink ist schon installiert, also das JavaScript beigefügt, und ich zeichne mir jetzt einfach mit dem Werkzeug Rechteck und Quadrat erstellen ein Rechteck auf meinen ersten sichtbaren Bereich oder den ich einzoomen will. Wer das hier sieht, ich zeichne hier schon mit einem roten Rand und keiner Füllung. Ich denke mal, das ist am angenehmsten hier auf der schwarzen Oberfläche. Das wird später nachher nicht dargestellt. Rechteck, also den roten Rand sieht man nicht, nur beim ersten Laden. Also wenn wir nachher im Browser refreshen, sehen wir das. Wenn das nicht die erste Folie ist auf der in der Präsentation, sieht man das überhaupt nicht. Und wie wird das jetzt eine View? Wir gehen einfach auf Erweiterung, Jazzy Ink, Ansicht, und sagen hier in der Anordnung ist das die 1. Die dauernden Sekunden können wir ruhig so lassen und wenden das einfach an. Dann zeichne ich mir hier einfach mal ein weiteres Rechteck. Das wird nämlich meine nächste Ansicht. Auch hier Jazzy Ink Ansicht. Und ich setze einfach hier die Anordnung um 1 hoch, nämlich auf die 2. Wende das wieder an. Jetzt speichern wir das Ganze mal, gehen auf den Browser, refreshen. So, wir sehen hier, die Rechtecke sind nicht zu erkennen. Ne? Und wenn wir jetzt mit den Pfeiltasten, ups, das war zu schnell. Man sieht hier, das ist die erste View, das hier ist die zweite View, und das ist nicht, dass man das verschiebt, sondern es wird wirklich richtig gezoomt. Wir gehen mal zurück auf unsere Grafik, und was man nämlich noch machen kann, ist andere Bewegungen. Das hier geht einfach nur von dieser Sicht auf diese Sicht über, weil ich hier ein neues Quadrat gezeichnet habe. Dieses Quadrat hier zum Beispiel dupliziere und um 90 Grad drehe, das ist immer nicht so schön, wenn ich Record mein Desktop laufen habe. Verwendet mein System so viel Energie, dass ich nicht mehr per Maus verschieben kann teilweise. So, nun klärt sich eigentlich auch auf, warum das überall hier auf dem Kopf steht. Und dem gebe ich jetzt einfach die View 3. Wir speichern das mal wieder, gehen zurück in unseren Browser,
Müssen natürlich refreshen. So. So sah die Folie aus, die Gesamtansicht. Erste Ansicht. Zweite Ansicht. Dritte Ansicht. Ja, man hat es gesehen. Von der letzten Ansicht, wir gehen zurück, von dieser Ansicht dreht das Ganze auf diese Ansicht. Ja, ich zeige es nochmal. Ja, ist auch nicht mehr auf dem Kopf stehend. Ja, man kann hier unten das Computer lesen. Ja, und mehr braucht man eigentlich nicht tun. Was zum Beispiel schön wäre, ich hatte mir das anfangs mal so gedacht, man zoomt hier rein, geht dann auf das hier, geht zurück, geht auf das hier. Man kann leider nicht einem Rahmen mehrere Views zuweisen. Das heißt, man muss, wenn man zurückgehen will, auf diese Ansicht hier wieder eine Ansicht setzen mit so einem weiteren Quadrat. Das geht aber ganz einfach. Man dupliziert es einfach, ist sowieso das Duplizierte markiert oder selektiert und gibt dann die neueste View-Ansicht. Und mehr braucht man eigentlich gar nicht machen. Ja, ich hoffe, ihr könnt mit dem Ganzen was anfangen. Der Fantasie sind hier überhaupt keine Grenzen gesetzt. Man kann hier regelrecht sehr schöne Animationen bauen, muss allerdings sehr viel darüber nachdenken. Und ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.